Beim Referendum in der Republik Moldau hat nach vorläufigen Ergebnissen eine kleine Mehrheit für einen Beitritt zur Europäischen Union gestimmt. Der Anteil der Ja-Stimmen wurde am Montag mit 50,39% angegeben, bei weniger als 1% noch ausstehender Stimmen. Die amtierende EU-freundliche Präsidentin Maya Sandu sprach in einer ersten Reaktion von einer ersten schwierigen Schlacht, die beim Kampf um einen Beitritt gewonnen worden sei. Mutmaßliche Versuche zum Kauf von Stimmen nannte sie einen beispiellosen Angriff auf die Freiheit und Demokratie in ihrem Land. Sandu sprach von kriminellen Gruppen, die das Land zusammen mit ausländischen Gruppen angegriffen hätten, mit Hilfe von Lügen, Propaganda und Dutzenden Millionen Euro. Wir haben Beweise und Informationen, dass es das Ziel der kriminellen Gruppe war, 300.000 Stimmen zu kaufen. Scharfe Kritik kam auch aus Brüssel. Die Europäische Union teilte am Montag mit, man habe die Wahlen in Moldau genau beobachtet. Moldau ist ein sehr wichtiger Partner der Europäischen Union. Wir haben festgestellt, dass diese Abstimmung unter beispielloser Einmischung und Einschüchterung durch Russland und seine Vertreter stattgefunden hat, mit dem Ziel, die demokratischen Prozesse in der Republik Moldau zu destabilisieren. Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, bemängelte eine ausländische Einmischung und aktive Desinformationsbemühungen. Russland wiederum wies die Vorwürfe am Montag zurück und erhob selbst Vorwürfe, die Wahlen seien nicht frei und fair verlaufen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von Veränderungen, die viele Fragen aufwürfen. Wir sehen, sagen wir mal, mechanisch schwer zu erklärende Zuwachsraten bei den Stimmen für Sandu und für die Teilnehmer des Referendums, die sich für die Europäische Union aussprechen. Zusammen mit dem Referendum fand am Sonntag in der Republik Moldau auch die Präsidentschaftswahl statt. Amtsinhaberin Sandu muss den vorliegenden Zahlen zufolge in die Stichwahl. Mit 42% der Stimmen zu 26 für ihren aussichtsreichsten Gegenspieler, den pro-russischen EU-Kritiker Alexandr Stoyanoglo, verfehlte sie im ersten Anlauf die 50%-Marke. Die Republik Moldau hat rund 2,5 Millionen Einwohner. Sowohl die EU als auch Russland ringen um Einfluss in der ehemaligen Sowjetrepublik.